Bei den traditionellen Nikon Internationals waren 60 Turnerinnen und Turner aus 16 Ländern in der zukünftigen Olympiastadt Sydney zu Gast. Bekannte Namen wie Silvio Kroll aus Cottbus, Li Ying aus China, Natalia Laschinova aus Russland oder die Rumänin Lavinia Milosovici stehen in den Siegerlisten dieses Grand Prix. Und in diesem Jahr nutzten unter anderem auch viele Turnasse der Zukunft die Teilnahme als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften, die im kommenden Frühjahr im australischen Brisbane ausgetragen werden. Für die kleine Antonina Nakorneeva aus der Ukraine war dieser Pokal eine ganz große Bewährungsprobe. Sie beginnt den Mehrkampf der Frauen auf der 12x12 Meter großen Bodenmatte ganz temperamentvoll. Twist, Doppeltwist. Achtung, nun für die letzte Sprungreihe. Ja, eine Dreifachmühle, nicht ganz zum Stand gekommen. Insgesamt hat sie natürlich noch nicht die Ausstrahlung einer Svetlana Boginskaja, aber was nicht ist, kann ja immer noch werden. Antonina Nakorneeva. Da war die dreifache Mühle. Ein kleiner Schritt daneben, aber ansonsten ein Sprungprogramm, das ich sehen lassen konnte. Und Sie sehen es auch an der Note 9,575. Und damit kann sie zufrieden sein. Tan Minhua aus China, der Turnfloh aus Peking. Auch für sie ist es der erste große internationale Wettkampf. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, waren es ja nicht nur immer die chinesischen Männer, die die Turnwelt überraschten. Der Doppelsalto zum Abgang, zum Schluss ihrer Balkenübung, der Turnneuling Tan Minhua aus China. Alles war natürlich noch nicht ganz rund, aber sie hat eine ganze Menge gewagt. Zum Beispiel eine Drehung auf dem 10 cm breiten Balken, diese hier. Da kommt sie ein bisschen aus der Balance, aber immerhin. Schön hoch, dieser Doppelsalto zum Schluss, nicht ganz gestanden. 9,55 Punkte für die kleine Tan Minhua. Na, damit kann sie zufrieden sein.
Claudia Ruzan, die Rumänin. Doppelsalto mit einer ganzen Drehung. Die Damen zeigen zwei Sprünge, sie können die gleichen Sprünge zeigen. Die Mittelnote geht dann als Wertung hervor. Absprung. Und die ganze Drehung. Der Sprung war sauber. 9,75 für den ersten Sprung. Und da sehen wir ihn nochmal. Auch da gab es nicht viel auszusetzen. Kilogramm wiegt diese kleine, zerbrechliche junge Dame. Aber schauen Sie, was da für Kraft hintersteckt. Sehr sauber, mit geschlossenen Beinen. Nicht ganz so gut wie der erste Sprung, 9,7 und als Mittelwert 9,725. Das notieren wir für Claudia Ruzan aus Rumänien. Julia Jurkina aus Belarus. Sie strahlt ein bisschen mehr Weiblichkeit aus, ist auch schon 17 Jahre alt. Sie kommt aus Minsk. Sie ist eine sehr elegante Turnerin. Ja, dieser Schraubensalto als Abgang, der stand. Julia Jurkina, auch noch unbekannt in der Turnwelt, aber das kann sich ja, wie man das aus der Vergangenheit weiß, ja immer schnell ändern. Schon im nächsten Jahr, dann klingt ihr Name etwas heller. Schön hoch, dieser Gingersalto. Julia Jurkina, 9,55 Punkte. Aus dem Gastgeberland Joanna Jutschs. Sie kommt aus Melbourne. Ein junges Talent. Ja, der Zuckerhahn, der kam. Mit einer Mühle beschließt sie ihre Bodenübung, Joanna Jutsch aus Australien. Ja, und wer weiß, im Jahre 2000, da könnte sie ja noch mit in der Nationalmannschaft ihres Landes stehen. Sie wurde natürlich hier besonders von den Zuschauern angefordert. Sie springt sehr hoch und wirkt insgesamt sehr elegant. Die Temporeihe, auch die blitzsauber. Die kleine Joanna Jutsch, die freut sich natürlich über so eine Wertung 9,7 und das war in der Tat nun kein Geschenk an das Gastgeberland. Die hat sie sich verdient. Nadja Hatagan aus Rumänien, die zweite Rumänin, also jetzt im Rennen und Rumäninnen sind immer zu beachten. Sie galt sogar als der Geheimtipp bei den Fachleuten.
Ein Rondatsprung. So wie ihn einst Natalia Jurtschenko erfunden hat. Und für den ersten Sprung, na bitte schön, 9,75 immerhin. Und jetzt springt sie nach Balalaika-Klängen, denn die andere Riege ist am Boden. Aber das stört Nadja Hatagan keineswegs. Und noch einmal dieser Rondatsprung. Nicht ganz so wie der erste. 9,6 erhielt sie dafür. Rondat, Salto rückwärts. Wie gesagt, die Erfindung der Natalia Jurtschenko. Und jetzt springt man ihn bei den Damen mit einer Drehung, mit anderthalb Drehungen sogar. Insgesamt 9,675 als Mittelwert. Und damit kann Nadja Hatagan zufrieden sein. Claudia Rusan führt nach dem ersten Durchgang mit ihren zwei sauberen Sprüngen vor Joanna Jutsch aus Australien. Und dann auf dem dritten Platz gemeinsam Nadja Hatagan und Olga Jurkina. Das also der Stand nach dem ersten Durchgang. Nun sind wir bereits im zweiten und da zeigt sich Tan Min Nua aus China. Sehr selbstbewusst die junge Dame. Und nach den ungarischen Tänzen von Liz versprüht sie chinesischen Paprika. Naja, allerhand, was uns Tan Min Nua aus China da gezeigt hat. Sie war die sechste nach dem ersten Durchgang, aber da will sie keinesfalls bleiben. Sie will natürlich noch ein paar Plätze höher kommen. Anderthalb Salto war das. Und für so viel Temperament erhält die junge Dame 9,625 Punkte. Da schaut sie noch etwas abwesend, aber sie hat bestimmte Pläne. Und die hat Irina Golob aus Russland auch. Sie hat das kleine Schwarze angelegt, eine sehr elegante junge Dame. Der Jägersalto nach der Katschow-Kontergrätsche, das zweite Flugelement. Aus dem Rückschwung der Doppelsalto vorwärts mit einer halben Drehung. Eine tolle Übung von Irina Golob. Aber sie hatte ja im ersten Durchgang nur 8,5 am Balken. Das die Katschow-Kontergrätsche, das erste Flugelement. Und ein schöner hoher Jägersalto. Ja, diese 8,5 beim ersten Durchgang, die sitzen natürlich. Die sind schwer wieder wettzumachen. Auch wenn sie hier eine wunderschöne Stufenbahnübung gezeigt hat, für die sie 9,75 Punkte erhalten hat.
Und noch einmal sehen wir Joanna Hughes aus Australien. Sie ist jetzt mit dem Sprung an der Reihe. Ein 100-Sprung, Salto rückwärts mit ganzer Drehung. Und inzwischen, da braust auch hin und wieder mal der Beifall für die anderen Turnerinnen auf, die dann auf der Matte oder aber auch am Stufenbarren turnen. Die Riegen haben sich verteilt. Joanna Hughes ist beim Sprung. 9,425 für den ersten, 9,525 für den zweiten und insgesamt Mittelwert von 9,475. Ja, der zweite, der war besser. Schauen Sie, wie viel Kraft dahinter steckt beim Anlauf schon. Und Joanna Hughes ist zufrieden. Klar, dass sie bei diesem Wettkampf eine gute Figur abgeben will. Nadja Hatagan, die Rumänin, die Junioren-Europameisterin. Ginger Salto nach einer Pirouette. Eine schöne, hohe und schön gegrätschte Katschow-Kontergrätsche. Und auch aus dem Rückschwung der Doppelsalto vorwärts. Besonders schwer wegen der Orientierung, Rückschwung und dann der Ansatz zur Drehung nach vorn. Ja, diese Übung war eine eindeutige Kampfansage, zum Beispiel an die Chinesin Tan Minhua. Das Beste, was es bisher am Stufenbarren gab. Und dafür auch die höchste Note verdient 9,725 für Nadja Hatagan. Ihre Landsmännin Claudia Rusan, auch sie am Stufenbarren. Sie ist fast einen Kopf kleiner als Nadja Hatagan. Und dafür gelingen ihr auch diese Riesenfelgen sehr gut. Auch sie zeigt den Gingersalto. Die Katschow-Grätsche, aber wesentlich schlechter als Nadja Hatagan, viel zu flach. Und da macht sie gleich noch eine Katschow-Grätsche. Als wollte sie sagen, die erste ist mir so schlecht gelungen. Da muss ich mich revanchieren und zum Schluss ein wunderschöner gestreckter Doppelsalto. Schöne Pirouetten am oberen Holmen. Ja, Katschow, die zweite war das, die etwas bessere. Katschow-Grätsche, Gingersalto, alles aus dem Repertoire des Männerreckturnens. Claudia Rusan. 9,475 Punkte. Der dritte Platz. 1-2. Antonina Nakorneeva aus der Ukraine, die wir eingangs gesehen haben, mit ihrem Sprung. Und das ist ein Rondat-Sprung, Salto rückwärts mit einer ganzen Drehung.
9,5 erhielt sie. Eine Mini-Laus besser als der erste Sprung. Das war auch die Meinung der Kampfrichter. 9,55, also 500stel mehr. Dann der Mittelwert, der Endwert für Antonina Nakorneeva. Nadia Hatagan, die Rumänin, führt das Feld auch nach zwei Durchgängen an. Vor Irina Golob aus Russland, ein Zehntel dahinter, dann Claudia Rusan, die Rumänin, und gemeinsam auf dem vierten Platz Johanna Jutsch aus Australien und Tan Minhua aus China. Julia Jurkina, siebte, und die kleine Nakorneeva auf dem sechsten Platz. So, jetzt wird erst einmal eine kleine Pause eingelegt. Der Spaßvogel Paul Hunt steht bereit. Der will jetzt mal zeigen, was eine Harke ist. Der junge Mann hat sich also ja nicht verirrt. Der sorgt für ein bisschen Spaß in der Halbzeit. Da müsste jetzt nur aufpassen, dass die Holmen nicht krachen. Na, das sollte man lieber lassen. Kleine Pauseneinlage von Paul Hunt. Bauch- und Rückenlandungen sorgen hier für Spaß und Freude beim Publikum, aber die darf es natürlich bei den Wettkämpferinnen nicht geben. Jetzt wird es wieder ernst, die Vorentscheidung, der dritte Durchgang, und wir sehen Julia Jurkina am Boden, die Bielorussin. Sie beginnt den dritten Durchgang. Tja, da ist sie umgeknickt bei diesem Sprung, hat die Bodenmatte verlassen, hat sich verletzt, ist auf den Arm gefallen, das konnte man deutlich sehen, gleich in der ersten Sprungreihe. Sie fällt also für diesen Wettkampf aus. Pech für die kleine Julia Jurkina. Da hatte sie zu viel Schwung und konnte den Sprung nicht mehr abfangen. Schade für Julia Jurkina, es geht weiter am Balken mit Nadia Hatagan aus Rumänien, eine der Favoritinnen. Gleich mit einem Salto-Angang, aber als hätte sie dieser Sturz von Julia Jurkina doch beeinflusst, sie nervös gemacht. Sie revanchiert sich gleich mit einer schönen Viererreihe auf dem nur 10 cm breiten Balken. Derzeit, na, wenn man so will, das Nonplusultra auf diesem Zittergerät.
Mit dem Doppelsalto beendet sie ihre Übungen. Nadja Hatagan, ja, mit dem Missgeschick, mit dem Saltoangang, da hat sie möglicherweise den Sieg schon aus den Händen gegeben. Überschlag rückwärts mit halber Drehung ins Seitverhalten. Aus dieser Perspektive kann man sehr gut Fehler erkennen. Aber sie hatte ja keinen, bis auf den Angang. Nadja Hatagan. Tja, 9,125 Punkte sind zu wenig. Olga Jurkina ist das, die Schwester der verletzten Julia Jurkina. Und sie gestaltet nun ihr Sprungfeuer im Walzertakt. Setzt sie noch einmal den Punkt mit einer dreifachen Mühle zum Schluss ihrer Übung. Alles war noch nicht ganz rund in ihrem Ausdruck, in ihrem Vortrag, aber die Sprünge lassen erkennen, in dieser Olga Jurkina, da steckt noch einiges. Da hat sie auch ein bisschen übertreten. Und das gibt Abzüge. Die Schlussreihe mit der dreifachen Mühle. 9,325 für Olga Jurkina. Damit konnte sie sich verbessern. Fünfter Platz insgesamt nach drei Durchgängen. Aber jetzt Tan Minhua aus China. Sie ist bekannt dafür, dass sie die Salti sehr, sehr schnell dreht beim Sprung. Was kann sie noch hinzusetzen? Doppelsalto vorwärts. Kann sie noch aufholen. Dann müssen aber beide Sprünge ganz sauber sein. Der erste, der war es, gut gedreht. Da war dieser kleine Schritt nach vorn und der kostet natürlich Hundertstel, 9,4 Punkte für diesen zweiten Sprung. Also insgesamt 9,412, so die Rechnung. Und damit hat sie vorerst die Spitze übernommen. Denn schon steht Claudia Rusan aus Rumänien bereit am Balken. Und wir wissen, wenn Rumäninnen am Balken sind, dann ist immer was zu erwarten. Das ist ein ausgesprochenes Paradegerät. Überschlag rückwärts, gleich als Angang. Sie geht also forsch zu Werke. Ein
Eine Viererkombination wie Nadja Hatagan. Der Balken, das Paradegerät der rumänischen Turner seit der Nadia Comăneci, der Olympiasiegerin. Dreierkombination zurück, da setzt sie noch eins drauf. Voll konzentriert, diese Claudia Rusan. Und das muss man ja auch auf diesem Balken. Mit dem Doppelsalto beendet Claudia Rusan ihre Übung. Sie hat viel gewagt. Das sehen die Kampfrichterinnen natürlich. Aber insgesamt fehlte da natürlich noch ein bisschen an Eleganz, an Ausstrahlung. Doch alle Achtung vor diesen Schwierigkeiten. ...9,150, das ist zu wenig, damit rutscht sie natürlich von ihrem dritten Platz. Joanna Hughes aus Australien steht bereit. Sie hechtet sich da an den oberen Holmen, die 15-Jährige. Jägersalto, super. Ja, das konnte sich sehen lassen. Da fehlt vielleicht noch ein i-Tüpfelchen, vielleicht noch ein Flugelement. Den Jägersalto hat sie ja wirklich, da sehen wir ihn gerade noch mal, sehr hoch hinaus geturnt. Und auch dieser Wechsel vom oberen zum unteren Holmen in den Handstand, ganz präzise. Aber wie gesagt, ein Flugelement fehlt da noch und dann könnte das schon was werden international mit dieser kleinen Joanna Hughes. ...9,325 erhält Johanna. Ja, damit konnte sie ihren vierten Platz halten. Antonina Nakornejeva aus der Ukraine ist nun die letzte des dritten Durchganges. Schöne Riesenfelgen sehen wir von ihr. Ganz gestochen. Katschow-Grätsche. Und zum Schluss der gestreckte Doppelsalto. Weit ist sie geflogen, diese kleine Antonina Nakornejeva. Und der Salto vom oberen zum unteren Holmen, da stimmte auch alles. Und verdient die Note 9,55. Und damit ist sie einstweilen in Führung gegangen, wenn auch ganz knapp. Schauen Sie, wie weit sie geflogen ist. Wenn auch mit einem kleinen Schritt nach vorn. Sie ist zufrieden. Antonina Nakornejeva führt also nach dem dritten Durchgang vor Tan Minuan aus China. Ganz knapp. Nadja Hatagan ist auf dem dritten Platz. Dann Johanna Hughes aus Australien. 15 Zehntel nur Abstand zur Siegerin bzw. zur Führenden. Dann Claudia Rusan, die Rumänien.
Diese fünf sollten den Sieg unter sich ausmachen. Denn schauen Sie, wie dicht das Feld beisammen ist. 0,036 Punkte trennen die beiden Führenden nur. Und 0,3 die erste von der fünften. Da ist noch alles offen. Irina Golob aus Russland mit ihrer letzten Übung am Boden. Sie hat keine Chance mehr auf den Sieg, aber auf eine Medaille, wer weiß. Sugihara. Russische Turnerinnen gehörten immer mit zu den besten Turnerinnen am Boden. Auch diese Übung war eine Augenweide. Ein paar Höchstschwierigkeiten fehlten noch im Programm, beispielsweise in der Sprungkombination oder aber auch beispielsweise dann am Ende. Aber sehr athletisch, sehr gymnastisch, tänzerisch, das stimmte eben alles. Für mich war sie die eleganteste Turnerin, zumindest am Boden hier. ...9,5 Punkte für Irina Golob. Auch wenn sie da jetzt so in den Gängen verschwindet, die kleine Irina Golob, sie war zufrieden. Jackie Brady aus Großbritannien. Sie stand schon in der Olympiariege ihres Landes, hat also internationale Erfahrungen gesammelt. Sie hatte einen Absteiger am Balken, besser gesagt eine ganz verkorkste Übung, aber sie kämpfte sich trotzdem heran. Zum Beispiel mit diesem Sprung. Doppelsalto und dann eine ganze Drehung. Für den ersten 9,45 Punkte. Auch für den zweiten. Also, diese Punktzahl blieb am Ende. Aber dann trumpften noch einmal die Führenden auf. Joanna Hughes aus Australien, sie kämpfte. Bisher lieferte sie einen tadellosen Mehrkampf. Da war sie nun so sicher bei der Dreierkombination, aber jetzt beim Salto vorwärts, da verliert sie doch ein bisschen die Balance. Aber sie ist ja nach oben geblieben. Und das ist wichtig. Keine schlechte Vorstellung von Joanna Hughes hier zum Schluss, die sehr, sehr viel Beifall verständlicherweise von den Zuschauern bekam. 9,375 Punkte, das noch als Nachtrag. Nadja Hatagan, sie hat es nun in der Hand zu gewinnen,
Einmal hat sie schon Nerven gezeigt, dreifach Mühle. Besser geht's nicht zum Auftakt. Ja, die Nerven, die muss sie nun beisammen halten am Balken. Da war das nicht der Fall. Starke Temporeihe mit Schraubensalto und dem Salto vorwärts in der Umkehrung. Dreifachmühlen noch einmal. Ja, mal abgesehen von dem kleinen Wackler bei der dreifachen Drehung, wo sie doch ein bisschen Schlagseite bekam, war das bis jetzt das schwierigste Programm. Diese Temporeihe mit dem Schraubensalto. Ja, hier haben Sie es nochmal deutlich gesehen. Eine Schraube und dann gleich wieder aus diesem Schwung der Salto vorwärts. Ja, sie hat hier gezeigt, was sie kann, die Nadja Hatagan. 9,575 Punkte hat sie bekommen. Aber hier ist nochmal Johanna Jutschs Ergebnis. Gespannt. Nadja Hatagan, hier wartet sie auf ihr Ergebnis. 9,575 Punkte verdient. Das ist die Führung. Erst, muss man sagen, aber wird das reichen? Denn nun ist Tan Minhua aus China an der Reihe. Und wenn chinesische Turnerinnen am Stufenbären sind, dann kann man immer etwas Besonderes erwarten an diesem Gerät. Da waren sie immer stark. Eine Ma war ja zum Beispiel schon mal Weltmeisterin. Direkt dieser Salto. Auch bei ihr kommen die Riesenfelgen wie gestochen, die Pirouetten ohnehin. Sie braucht eine 9,55, dann zieht sie an Nadja Hatagan vorbei. Oh, schauen Sie, wie hoch dieser Salto, ich habe vorhin gesagt, fast gestreckt, also so im Übergang gebückt, gestreckt, eine hohe Schwierigkeit. Und mit welcher Leichtigkeit sie die Pirouetten dreht am oberen Holmen. Und ein gebückter Doppelsalto zum Schluss. Ganz exzellent die Vorstellung von Tan Minhua aus China. 9,75 Punkte erhält sie. Na bitteschön. Tan Minhua geht in Führung. Die kleine Claudia Rusan, die Rumänin, die braucht jetzt 9,85 und das ist ja schier unmöglich. Silber ist keine Frage. Aber schauen wir, was dieses kleine Sprungwunder für Register ziehen kann. Hoch ihre Sprünge, ob die dreifache Mühle oder der Zuckerhara.
In ihren Sprüngen ist sie unübertroffen. Zumindest in diesem Klassement. Und da setzt sie noch mal eins drauf mit der dreifachen Mühle. Na, wenn das keine Vorstellung war von Claudia Rusan. Also 9,85 braucht sie. Dann wäre sie vor der Chinesin. Nach so viel Tempo, da noch eine dreifache Mühle anzuschließen. Der Zuckerhaarer ungewöhnlich hoch. Und nun sehen wir auch noch die dritte Sprungreihe mit der dreifachen Mühle. Zauberhaft, Claudia Rusan. 9,825, das ist zwar die höchste Note, es reicht also nicht ganz. Tan Minhua ist die erste geblieben, Claudia Rusan aber auf dem zweiten Platz. Aber nun Antonina Nakorneeva, die Ukrainerin. Sie hatte nach drei Geräten ja die Spitze übernommen. Die Doppelmühle auf dem Balken. Ja, sie sagt sich, wer wagt, der gewinnt. Achtung, der einarmige Handstand à la Schaposchnikowa Ende der 70er Jahre. Damals als Kautschukakt verpönt, dann aber ins Programm aufgenommen, aber nur wenige zeigten diesen. Antonina Nakorneeva. Bei 9,55 ist sie Zweite, 9,7, dann könnte sie die Chinesin sogar noch vom ersten Platz verdrängen. Da ihr Glanzstück, der einarmige Handstand, wenn auch nur ganz kurz. Hier noch mal ein bisschen länger. Ich hatte ja schon gesagt, bei diesem dicht gedrängten Feld, da war alles möglich. Aber ich glaube nicht, das wird nicht reichen. Sie wartet gespannt auf die Note. 9,325 für Antonina Nakorneeva. Also, da war es nichts mit dem ersten und auch nichts mit dem zweiten Platz. Tan Minhua aus China ist die große Überraschung dieses Wettbewerbs gewesen. Ein spannender Mehrkampf mit einer großen Überraschung. Claudia Rusan aus Rumänien, die Zweite, vor allen Dingen durch ihre tolle Bodenübung. Und Nadia Hatagan, sie ist ein bisschen sauer, das kann man verstehen. Durch ihren Fehler am Balken ist sie zurückgeworfen worden. Nadia Hatagan, also die Dritte, die strahlende Siegerin Tan Minhua aus China. Sie werden wir dann auch am Stufenbarren sehen, am Balken und Boden in den Finals. Da hat sie sich qualifiziert und mit großen Chancen. Representing Romania with a score of 38.175, Claudia Rusan.
Der Publikumsliebling, die kleine Claudia Rosan, auch sie kann strahlen. Mit einer ganz tollen Übung auf der Bodenmatte hat sie sich den zweiten Platz gesichert. Sie hat einen tollen Mehrkampf geliefert. Auch sie wird im Finale stehen, im Sprung und am Boden. A big hand for our second place getter, ladies and gentlemen. And in third place, representing Romania, with a score of 38.1, Nadia Hatagan. Und die eigentliche Favoritin Nadia Hatagan aus Rumänien, hier Gesichtsausdruck spricht Bände. Sie wurde nur Dritte in Anführungsstrichen, eben durch ihren Fehler am Balken. Da war nichts mehr zu machen. Das Siegerfoto bei den Damen. Wetterbericht. Die Temperaturen, die